nächstes Video und nächstes Einkauf-Update. Wie gesagt, ich habe wieder Stuff eingekauft. Ich habe letztes Video schon geteasert, dass da noch Stuff kommt. Und ich habe jetzt ein paar Sachen wieder bekommen. Deswegen ein neues Update, was ich so eingekauft habe für ein Investment und auch für meine Sammlung natürlich habe ich einen Teil eingekauft. Deswegen schauen wir das heute an, was alles da drinnen ist. Das sind ein paar Pakete. Egal. Auf jeden Fall coole Pakete. Ich freue mich richtig drauf und da war coole Deals dabei. Deswegen schauen wir das mal zusammen an, was ich so eingekauft habe. Als erstes haben wir hier Bubbles. Möglichst viele Bubbles. Noch mehr Bubbles. Sehr gut, das gefällt mir. Wenn solche Bubble da sind, ich da wirklich schaue, dass die Sachen, wo ich bekomme, wirklich in einem sehr guten Zustand ist. Als erstes haben wir hier Slap Sleeve von die Marke. Ich habe die noch nie gesehen, also ich habe sie noch nie gehabt. Aber mal schauen, ob die gut ist. Kann man gleich ausprobieren, weil ich habe ja ein paar Slaps zurückbekommen. Die sind dicker als die ich bis jetzt gehabt habe. Ich tue die Slaps mal da hier rein. Oh, passen gut, he? Passen wirklich sehr gut. Sehr stabil. Oh, das ist auch geil. Nur ein kleiner Klebstreifen. Gefällt mir auch sehr gut. Und immer nach hinten einkleben. Cool. Geile Geschichte. Es ist ein wenig dicker als die ich sonst brauche. Aber so sind sie auch besser geschützt. Also coole Sache. Als nächstes, es ist so, ich habe ja letztes Mal euch gesagt, ich habe ja noch die Blitzer zum Graden gebracht. Bei Eevee Heroes ist die Karte vom Blitzer Wii. Und ich habe ihm gesagt, am Besitzer von Rioland, ja, checkt mal dort ab, habe ich gesagt, hey, weißt du was, du musst mir nicht das Geld schicken, sondern schick mir doch einfach Produkte. Ich habe ihm gesagt, welche Produkte ich so will, so möchte, weil ich es noch nicht habe. Nämlich, Disney Locana habe ich da die dritte Display da gekauft. Warum überhaupt das dritte Display? Ganz einfach ein Grund, Locana hat es irgendwie gecheckt, dass man als Sealed Collector das Ganze auch sealed möchte und hat da auch eine Folie darüber getan, damit man das nicht resealen kann oder nicht so einfach resealen kann. Klar, wenn man die Leute verarschen möchte, muss man denen ja nicht gleich das Leben einfach machen, aber hier sieht man das sehr gut gesealed. Und die alten waren ja nur mit so einem Klebstreifen oder man konnte auf der Seite reingreifen, so wie die bei den japanischen. Aber hier wirklich cool, wie da Locana auf die Community hört und da ein richtig geilen Zielprodukt da rausgebracht hat. Deswegen habe ich das Produkt und als nächstes haben wir hier ein Display. Ich habe schon aufgemacht, damit ich reinschauen kann, was es da so ist. Und noch Haribo. Das ist unglaublich. Ich weiß nicht, kennt er mich? Nein, ich glaube, er kennt mich nicht. Auf jeden Fall, das ist vor einem Shop. Ich habe hier das erste Mal eingekauft. Ich habe da den Star Wars Unlimited gekauft. Ich bin nicht der Star Wars Typ. Ich habe die Filme schon gesehen, die Movies alle schon gesehen, aber ich bin jetzt nicht irgendwie der, wo sagt, das ist jetzt das, wo geil ist, sondern ich habe vor allem das gekauft wegen dem alten Film, wo da früher gab. Die Qualität war so verschissen, aber ich weiß, dass ich da wirklich viel geschaut habe früher. Und ich weiß auch, dass die Star Wars Gemeinschaft sehr, sehr groß ist, also weltweit sehr groß. Das ist eine riesige Franchise dahinter. Und da war die Chance, das erste Star Wars Unlimited
zu kaufen. Das ist wirklich das erste Display, wo man da jetzt kaufen kann. Ist neu rausgekommen, neue Serie. Mal schauen, wie sich da performt. Ich habe das Gefühl, weil wirklich die Fangemeinschaft sehr groß ist, dass man da höchstwahrscheinlich auch was rausholen kann. Aber für mich als erstes mal als Field Collector die auf die Seite zu legen, ist einfach für mich eine geile Geschichte. Deswegen habe ich ein Display gekauft. Es ist jetzt nicht irgendwie eine Kaufempfehlung. Ich würde jetzt das auch nicht unbedingt empfehlen, weil es heißt ja nicht, dass jedes TCG irgendwie automatisch zu Goldbaren werden, sondern es geht wirklich darum, bei mir jetzt in diesem Fall, dass es ein Sealprodukt ist und es ist einfach eine Kindheit. Holt mich einfach wieder ab in den Kindheit, darum, deswegen habe ich hier da ein Display eingekauft. Jetzt habe ich noch die Kiste, die ist sehr groß, deswegen kommt die jetzt nicht auf den Tisch. Auch da wirklich sehr gut verpackt, wie immer, die Jungs, die machen so guten Job und ich kaufe ja die Produkte wirklich meistens bei den gleichen Leuten, weil dort weiß ich, dass ich die Produkte bekomme und dort weiß ich, dass ich auch sie verlassen kann. Deswegen habe ich hier immer bei den gleichen eingekauft. Hier das zurzeit japanische Set, das neueste Set, habe ich hier einen gekauft. Einfach, wie soll ich sagen, für meine Sealed Collector. Ich habe da wirklich nur einen eingekauft, weil ich sehe das jetzt nicht als Investment. Ich finde das Set auch nicht irgendwie brutal, sondern ich finde den Artworks auf dem Display sehr geil. Also im Prinzip wirklich so viele Artworks sind so cool und ich finde da wirklich das Display extrem cool, extrem schön und habe auch für solche Produkte seit neuestem auch noch Pet Case eingekauft. Ich gehe mal eins holen. Ich habe da auch für die japanischen Displays habe ich da jetzt ein paar Case geholt. Ist kein Aufwand, wirklich kein Aufwand, den aufzubauen. Coole Sache. Ich empfehle das sowieso, für so günstig solche Case zu kaufen, weil die Acrylcase natürlich nicht günstig sind. Dann kann man das einfach so reinlegen, hier zumachen. Tadadada. Geschützt. Ja. Wirklich, das Case ist jetzt zurzeit so perfekt geschützt. Als nächstes habe ich ein wenig mehr eingekauft. Ja? Das ist jetzt alles hier das Lugia-Set von Japanisch. Ich habe da einen geilen Preis bekommen. Das ist der Grund, warum ich mir jetzt da entschieden habe, mehrere zu kaufen. Ich habe 10 Stück von diesem Display eingekauft, weil erstens Lugia, ja, ihr wisst, ich bin Lugia-Sammler auch. Auch auf jeden Fall. Hier habe ich 10 Stück eingekauft. Coole Sache. Ich, für einen sehr geilen Preis. 60 Euro habe ich da bezahlt für ein Display. Ich finde zurzeit sehr geilen Preis, weil ich sehe, dass da höchstwahrscheinlich nichts mehr kommt von Reprint. Es war ja vor kurzem schon und der Preis steigt jetzt schon extrem. Ich habe das jetzt für 60 Euro gekauft. Also der Preis ist muchacho. Wirklich sehr cool. Ich mache ja eigentlich jetzt schon Gewinne. Aber ich denke langfristig und warum 10 Display, ihr kennt mich, ich verkaufe es auch staffelweise, also ich verkaufe nie alles auf einmal, weil genau gleich beim Einkaufen, ich habe ja solche Displays schon ein paar eingekauft, nicht in so hohen Mengen, aber schon ein paar eingekauft, weil ich auch staffelweise einkaufe, weil ich nie genau weiß, wenn der Tiefpunkt ist und auch beim Verkauf ist natürlich klar, dass ich die Rendite mitnehmen möchte und auch dort staffelweise verkaufen, manchmal wieder 2 Display, manchmal wieder 3 oder ich brauche es zum Traden, also das mache ich auch. Weil ich habe jetzt auch, das könnt ihr gespannt sein, ein Dragon Ball, ein älteres Dragon Ball für ein Trade bereit gemacht. Oder besser gesagt, ich möchte ein Trade machen.
Ich werde da morgen ein Trade machen. Ich gebe da 3 One Piece Display weg. Man hat das da Gefühl, dass es sehr günstig ist, aber das ist die italienische Display. Aber wenn ich das filtern möchte, werden wir da sehen, dass die Display wirklich auch teuer ist. Es ist zwar am Fallen, der Markt ist am Fallen, deswegen ist für mich das sehr interessant. Da in diesem Display kann man die Signaturkarten ziehen, wenn man das, jeder vierte, glaube ich, hat ein Signatur-Boosted-Karte drin und deswegen ist das Display so teuer. Vor allem jetzt auf Englisch. Ich habe euch ja letztes Mal erklärt, dass die Signaturkarten auf Englisch anders aussehen als auf Französisch. Italienisch weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall hier sehr interessant. Ich gebe hier da 3 Display von One Piece ab. Nämlich 2 von OP4 und einen von OP6. Also der Preis wird ungefähr stimmen. Der Trade ist fair, denke ich jetzt mal. Und ich werde es morgen dann es bringen und auch die Trades machen. Ich bekomme noch zusätzlich ein paar lose Booster, weil ich ja noch Booster Artworks sammle ich ja auch noch. Deswegen ist es für mich gesehen ein cooler Deal. Wieder coole Stuff habe ich hier wieder eingekauft, wirklich auch Star Wars, Locana und die japanische Displays. Ich habe da wieder Acryl Case eingekauft für One Piece, für die japanische Displays, damit sie auch anständig geschützt ist, für einen sehr geilen Preis. Ich finde 4 Euro. Es ist weniger, aber bei mir ist natürlich der Zoll und der Versand noch dazu. Aber sage jetzt mal, für 4 Euro ist es gar kein schlechter Preis, um sein Display zu schützen, weil die Acrylcase, die sind schon extrem teuer. Und wenn man so viel Silt-Produkte hat und man so viel bestellen müsste, wäre es eigentlich zu teuer. Deswegen die PET-Variante, bei euch sagen die, ich glaube PET, einfach die Abkürzung dazu. Wir bei uns in der Schweiz einfach die PET-Variante, sehr geil. Ich finde, sehr gute Alternative. Ich werde so auch meine verschiedenen Displays schützen. Ich werde natürlich jetzt nicht die 10 da, jede einzeln, aber ich werde ein paar von denen mit dem Acryl-Case schützen und die anderen sind ja da in den Bubble-Folie drin. Das geht ja eigentlich sehr gut. Checkt meine anderen Videos ab. Ich werde hier mehrere verlinken und danke für euren Support. Abonniert einfach meinen Channel, weil ich bringe mehrere solche Stuff. Ciao.